Cornelius herrscht dann mit der Rettungstat. Das erste Mal wirkt Leipzigs Hintermannschaft unsortiert. Herrsch rechtzeitig wieder fit. Erst mit dem Fehler, dann mit dem klärenden Bein. Thomas Oral. Zuletzt gab es 5 Siege in Folge. Den heutigen Gegner hat Leipzigs Trainer per Video analysiert. Von RB und dem F-Sturm bisher wenig zu sehen. Rosin sucht Frommer, findet aber den Gegner und dann geht er schnell. Lübeck, der Tabellensiebte. Mit Bastian Henning, Rolf Martin Landahl, 20. Minute, die Gastgeber, das bessere, das aktivere Team. 2600 Zuschauer an der Lohmühle, einige von ihnen haben vor dem Spiel Leipziger Spieler und Betreuer attackiert. RB mit Nico Frommer, der setzt sich hier gut durch. Frommer, René Melzer lässt den Ball abprallen. Dadurch Maximilian Watzka. Im zweiten Versuch hat Melzer den Ball dann sicher. Aber endlich die erste sehenswerte Aktion der Leipziger. Nach fast einer halben Stunde Watzkas Versuch zu unplatziert. Die nächste Szene, Eckball RB. Leipzig inzwischen etwas besser im Spiel. Rosin, aber René Melzer hat den Braten gerochen. Diese Ecken auf den kurzen Pfosten haben sie einstudiert im Training. Auch Rosins Kopfballverlängerung ist so geplant. 35. Minute. Thomas Oral auswärts, gab es bisher 3 Siege und erst 2 Gegentore. Das Ganze übrigens beobachtet von HSV-Torwart Frank Ross. Der war ja auch mal bei RB im Gespräch. Gleich mehr dazu. Kurz vor der Halbzeit noch einmal Freistoß Leipzig. Patrick Bick. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. 0:0 zur Pause und Ingo Hane hat Frank Rost am Mikrofon. B inzwischen Paul Schinke für Patrick Bick im Spiel. Lübeck mit Duspara knapp eine Stunde vorüber. Die Partie weiter arm an Höhepunkten. Solche Szenen wie diese haben Seltenheitswert. Auf der anderen Seite die Leipziger. Daniel Rosin auf Daniel Frahn. Erste Aktion des Stürmers mit so etwas wie Torgefahr. Frahn über weite Strecken abgemeldet. Und hier kann er den Ball nicht richtig tragen. Kurz darauf ist Schluss für den einen Teil des F-Sturms. Für Frahn kommt Carsten Kambott. Die letzten 10 Minuten Leipzig weiter ideenarm. Vor allem aus dem Mittelfeld kommt zu wenig. Dafür der VfB Lübeck mit dem agilen Dani Cornelius, Domagoj Duspara. Die Gastgeber nahe dran am Führungstor. Cornelius hat viel Platz und Zeit für seine gut getimte Flanke. Aber Duspara kommt entscheidend in Rücklage. Das war's dann auch schon. Leipzig hat hinten nicht viel zugelassen, aber eben auch nach vorne viel zu wenig bewegt. So steht am Ende folgerichtig ein enttäuschendes 0:0. Wir haben